Spiechle. Ein paar Ricks, Bleier, Sticks, ein bisschen Lagenköder. Hallo zusammen, ich bin Christoph Freuen, bekennender Winterangler oder Kaltjahreszeitangler. Wir befinden uns jetzt gerade schon in der Mitte des Novembers. Die ersten Bodenfröste sind durch. Es ist somit also genau die Jahreszeit so langsam, die ich so gerne habe zum Angeln. Und ich möchte euch heute gerne ein paar Tipps geben, was Köder, Futter, Ricks und Genauigkeit angeht, um eben im Winter Karpfen zu angeln. Die Winterangelei fängt für mich persönlich dann an, wenn die Wassertemperatur so anfängt in den letzten zweistelligen Zahlenbereich zu sein, so 11, 12, 10 Grad. Dann fange ich an, meine Plätze für den Winter vorzubereiten. Winterangeln ist das dann natürlich noch nicht. Das ist meistens so im Spätherbst, Anfang November, Ende Oktober rum. Meistens auch dann die Zeit, wenn die ersten Bodenfröste kommen. Wie gesagt, dann fange ich an, meine Plätze vorzubereiten. Am Anfang noch ein bisschen mehr Futter, meistens bei mir immer nur Boilies. Natürlich dann auch kontrolliert mit der Unterwasserkamera, ob das Futter weggeht, wie viel Futter weggeht. Kann man natürlich auch super an den Bissfrequenzen sehen, die man dann am Anfang hat, wenn man dann das erste Mal auf den Plätzen angelt. Das ist so der Start für meine Winterangelei. Bei sinkenden Wassertemperaturen sollten wir natürlich nie außer Acht lassen, der Karpfen ist ein wechselwarmer Fisch. Das heißt, der wird im Winter deutlich weniger Nahrung brauchen als zu Sommertemperaturzeiten. Das Sehverhalten von Karpfen im Winter ist auch ein bisschen eingeschränkt. Deswegen angle ich dann gerne mit visuell oder aromatechnisch starken Ködern, die halt anders wahrnehmbar sind oder vielmehr danach schreien, hier bin ich. Meistens ist es so, die Erfahrung meiner letzten Jahre, dass dann, wenn die ersten Bodenfröste sind, dass dann genau die Zeit nicht so produktiv ist, sind die ersten paar Bodenfröste aber durch, dass dann wieder eine produktive Zeit beginnt und die Fische wieder anfangen zu fressen. Inwiefern sich das auf die Wassertemperatur niederschlägt, die ersten Bodenfröste, gut, es wird natürlich abkühlen, es sind kalte Nächte, aber die Wassertemperatur ist sowieso schon runter, das Wasser ist durchmischt, von daher wird dann die einzelnen Frostnächte, die am Anfang so kommen, wie gesagt, irgendwann im Oktober, Anfang November, die werden jetzt nicht mehr so viel am Wasser erstmal direkt ausrichten. Also im Winter, das Futter, was ich benutze, das besteht zu 90% nur aus Boilies. Es kann auch mal sein, je nachdem, dass ein bisschen Dosenmais, weil Dosenmais für Fische auch sehr attraktiv ist oder Maden teilweise auch, kommt immer aufs Maisverhalten der Fische an. Wenn es schwieriger wird, kommt schon mal Dosenmais und Maden mit zum Einsatz. Ansonsten ist 90% meiner Angelei auch im Winter nur mit Boilies. In meinem Fall gerne Kohlenhydratköder. Hakenköder hingegen, die müssen vor Attraktivität dann nur so schreien, sei es entweder durch UV-aktive Farben oder weil sie eben stark gesoaked sind. Also auf einen Hakenköder, da achte ich schon darauf, dass die sehr attraktiv sind. Meine Hakenköder bekommen einen Extra-Boost, entweder durch Roux, durch die altbekannten Sachen, womit man eben soaken kann, im Infuser. Ob das dann Wafter, Bodenköder oder Pop-Up sind, das ist dann eigentlich egal. Hauptsache, die kriegen nochmal einen richtigen Boost. Im Winter ist generell am Wasser, am See alles ruhiger. Es sind keine Badegäste mehr da, kein Bootsbetrieb mehr da. Das Kraut geht zurück, die Fische sind ein bisschen sensibilisiert, dadurch wahrscheinlich auch schreckhafter. Ich benutze eigentlich in der Regel gerne Bleie, so 4-5 Unzen schwer. Und im Winter gehe ich dann tatsächlich auch mit meinen Bleigewichten zurück, weil es einfach nicht diesen Plöpp macht, wenn 4 Unzen oder 5 Unzen Blei reinknallt. Wenn das Blei einschlägt, ist es ruhiger. Der Selbsthakeneffekt ist bei den normalen Körbchenkaken, wie ich sie hier benutze, in Größe 6 trotzdem gegeben, weil es eben kein so dickträtiger Haken ist. Es ist alles ein bisschen sensibler. Die Ricks, die ich benutze, die sind halt auch, ist nichts Unnötiges dran. Sie sind also simpel gehalten, kein unnötiger Klumplatsch oder Wirbel hier, Wirbel da. Ich bin halt auch sicher gehen, wenn ich im Dunkeln werfen muss, dass sich da nichts verheddert, verwickelt. Es muss solide sein, es muss funktionieren, es muss einfach zu binden sein, selbst mit kalten Fingern im Winter. Wenn ich meinen Platz dann verkleinert habe und den auch klein halten möchte, da kommt es natürlich dann auf Präzision an. Das heißt, ich benutze dann wieder die für meine Angelei mittlerweile wirklich standhaft üblichen Dinger, die Distance Sticks, den Marker Elastic. Marker Elastic eben dafür, dass ich nicht nachts immer noch jedes Mal die Route ablenken muss. Ich fütter dann auch mit einer Futterrakete. Also wirklich alles gebe ich dann dafür, für den Platz klein zu halten und akkurat, präzise zu angeln. Ich benutze jetzt hier eine geflochtene Hauptschnur. Das ist bei mir ein bisschen dem Zufall geschuldet. Die war ursprünglich für eine Frankreich-Tour, wo ich auf Waller angeln wollte, also auf Karpfen angeln wollte, aber in einem Gewässer, was sehr viel Waller beinhaltet, um eben den Waller Parolis bieten zu können. Gut, die Schnur hatte ich jetzt einmal auf den Rollen.
Und ich habe jetzt doch so mehr oder mehr Vorteile der geflochtenen Schnur für mich merken können, weil man merkt unter anderem, wenn man geworfen hat, den Aufsatzer, den Donk, sage ich mal, des Bleis merkt man damit um einiges deutlicher. Im Winter, klar, die Fische machen jetzt keinen Fullbleed dran, so wie es mal genannt wird mehr, sondern die beißen teilweise echt zaghaft und mit einer geflochtenen Schnur kommt so ein Biss dann deutlich besser an Bissanzeiger. Dazu sinkt die noch ganz gut. Das ist jetzt die Subrate, die ich da benutze, was mir natürlich auch schön in die Karten spielt, dass die Schnur dann sinkt und eben platt auf dem Boden liegt. Dazu benutze ich als Vorschlag für die Schnur, damit ein bisschen Dehnung drin ist, weil eine geflochtene hat keine Dehnung, was dann in der Endphase vom Drill ein bisschen problematisch werden kann, wenn der Fisch nochmal mit dem Kopf schlägt. Ich benutze da jetzt als Vorschlag eine Fluocarbon, die Contour in Stärke 0,37. Auch schön unauffällig, legt sich auch auf den Boden. Und ja, für mich ist das jetzt doch ein Setup, was ich ganz lieb gewonnen habe und so auch ganz gerne mit angeln. Ich benutze ganz gerne auch im Winter noch so einen kleinen PVA-Stick mit Haferflocken. Die bearbeite ich ein bisschen zu Hause vor. Das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell am Wasser machen kann. Die PVA-Sticks benutze ich in einem. Man hat dann, so wie ich die Sticks vorbereite, das sind halt in Goo gesoakte Haferflocken, die ich dann trocknen lasse, dann in PVA-Sticks packe, die ich schon fertig habe, muss die am Wasser nur noch dranhängen und kann dann mit dem Stick auswerfen. Der Stick hat zum einen den Vorteil, es verwickelt sich nichts. Man hat vorne ein zusätzliches Gewicht am Haken, man wirft in den Clip, das streckt sich alles schön, es sinkt ab. Alles top. Man hat eine Mini-Futterportion, die attraktiv ist. Jetzt vielleicht nicht mehr so wie vom nassen Gu, dass da Attraktoren aufsteigen, aber es ist halt visuell sehr gut wahrnehmbar. Dazu Haferflocken, die über den sättigen Fisch jetzt nicht sonderlich. Man hat halt diesen kleinen visuellen Happen direkt am Hakenköder und alles ist schön.